Es war im April 1990 und eben noch praktizierende Lungenärztin und plötzlich Volkskammerpräsidentin und danach dann auch noch Staatsoberhaupt der DDR. Du bist da so reingerutscht, könnte man sagen. Aber es hatte ja doch irgendwie einen Plan. Aber wie war dir da? Das war ja so unendlich viel auf dem Haufen. Nee, das war da gab es keinen Plan. Den Plan gab es im Sozialismus, aber da gab es keinen Plan. Ich wollte eigentlich nie in die Politik und ich war ja glücklich in meinem Job als Ärztin. Aber durch den Fall der Mauer und wir hatten Kontakt zu Westberliner CDU-Verbänden, hat man dann, als der runde Tisch dann beschlossen hatte, 18. März wird die freie Volkskammerwahl stattfinden, hat man Abgeordnete gesucht nach Möglichkeit, die unbelastet sind. Ja, und dann kamen natürlich die Westberliner auf mich zu und haben gesagt, kandidieren Sie doch. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Und ja, dann haben die immer wieder mit mir gesprochen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, na ja, du kannst ja da in die Volkskammer gehen und du machst deinen Job noch nebenher. Und ja, und dann habe ich kandidiert, bin auch gewählt worden. Dann war die erste Fraktionssitzung und ich bin dann von dem Messier dann auch weggeschickt worden. Das ist eine lange Geschichte. Und er war nicht ganz so begeistert von dir, ist das nee, richtig? Und dann ging es um den Volkskammerpräsidenten. Und er wollte immer in SPD, die hatten nämlich vorher schon in der Übergangsregierung, hatten die schon Posten verteilt. Und die Fraktion hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben die Wahl gewonnen und Volkskammerpräsident muss die CDU stellen. Du warst CDU-Mitglied schon zu DDR-Zeiten? Oder ja, deine Tätigkeit, ich war ja sehr jung. Ich bin 80 schon Poliklinik-Chefin geworden und war parteilos. Und ich hatte eine Kollegin, die war in der SED und die kam eines Tages freudestrahlend und hat gesagt, die SED hat auf dich ein Auge geworfen. Oh. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was machst du jetzt? Und jeder aus der DDR wusste, man hatte dann ein Problem, wenn man also dort geworben wurde. Und dann hat mir jemand gesagt, geh doch schnell in die CDU und dann bist du die los. Und genau das habe ich gemacht. In die Blockpartei. In die Blockpartei, wohl wissend natürlich, dass sie die Steigbügelhalter der SED waren. Es war völlig klar. Aber ich hatte meine Ruhe, ich konnte meinen Schon Job klar. machen. Das haben und, ganz viele gemacht. Naja, und wie gesagt, ich habe mich ja dann auch ein bisschen engagiert, auch für die Patienten und so weiter. Und darum bin ich dann angesprochen worden. Und wie gesagt, ich war dann in der Fraktionssitzung nicht mehr da. Und dann hat jemand gesagt, im Westen ist Parlamentspräsidentin eine Frau und dann nehmen wir auch eine Frau. Und dann kam mein Name auf. Rita Süssmuth sozusagen. Ja, genau. Und ich wusste aber nichts davon. Hat mir auch keiner gesagt. Und dann bin ich in die nächste Fraktionssitzung gekommen und dann hatte ich einen Gegenkandidaten. Und ich kam rein und da sagte jemand, machst du das jetzt? Ich sage, was soll ich machen? Na, wir wollen dich wählen als Volkskammerpräsidentin. Oder als Kandidatin, gewählt wurde ich ja dann erst am 4. April. Mhm. Und dann habe ich so bei mir gedacht, naja, irgendjemand muss es ja machen. Und gab es da wenigstens die klassische schlaflose Nacht oder irgendwas? Nein, da noch nicht. Mit wem also, hast du dich beraten? Nein, da haben sie mich ja erstmal nur als Kandidatin gewählt in der Fraktion. So, und am 3. April vor der konstituierenden Sitzung wurde ich in den Bezirksvorstand der Ostberliner CDU geholt. Und da war Fritz Bohl als Abgesandter von Helmut Kohl und der beäugte mich so. Es kannte mich ja keiner. Und da sagt er plötzlich zu mir, übrigens wissen Sie, wenn Sie morgen da gewählt werden, dann sind Sie auch gleich noch amtierendes Staatsoberhaupt. Und da, muss ich sagen, da schwammen mir so langsam die Fälle weg. Und da habe ich die schlaflose Nacht gehabt. Und denn man muss sich das mal vorstellen. Ich habe wirklich meinen Schreibtisch in meiner Bezirksstelle, dann war ich ja schon Bezirkstuberkuloseärztin. Ich habe den Schreibtisch verlassen und bin nie mehr dahin zurückgekehrt. Ich habe meine Sekretärin dann gebeten, meinen Schreibtisch zu räumen. Die habe ich dann gleich mitgenommen in die Volkskammer und war ja dann auch noch zuständig für den Staatsrat. Das war ja dann das Amt des Staatsoberhauptes. Und ich hatte ja den Vizepräsidenten von der SPD, den Herrn Höppner.
und habe dann also mit ihm gesagt, wir müssen jetzt hier Arbeitsteilung machen. Das kann ich nicht alles packen. Und wir haben ja, das war ja alles der alte SED-Apparat. Als ich in den Staatsrat kam, da gab es noch Leute, die haben schon unter Ulrich gedient. Und also, aber das Faszinierende war... Da wäre eine Poliklinik gar nicht so schlecht gewesen. Nee, das stimmt, das war einfacher. Und das Faszinierende, das muss ich eben noch mal sagen, es waren aber preußische Beamte, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die haben alle weitergearbeitet, auch in der Volkskammer, obwohl sie wussten, irgendwann werden sie ihren Job los sein. Also das waren auch Schicksale, ne? Das muss man auch sehen. Wir kommen jetzt mal zu dem ganz großen Ereignis am 23. August. Da fiel der Beschluss über die Wiedervereinigung und du hast das verkündet. Das schauen wir uns mal an. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Das liegt Ihnen in der Drucksache Nummer 201 vor. Abgegeben wurden 363 Stimmen. Davon ist keine ungültige Stimme abgegeben worden. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Du hast, da sieht man noch den Kollegen de Maizière und den Kollegen Distel. Und ich glaube, es gab auch noch eine Rede danach von Gysi. Aber das wollen wir gar nicht so vertiefen. Wie war dir, dass du sozusagen die DDR abgeschafft hast? Per Paragraph 200, weiß ich nicht. Artikel 23. Danke. Also das war eine irre Nacht, denn de Maizière kam am Abend vorher zu mir und sagte, Frau Präsidentin, ich beantrage jetzt eine Sondersitzung. Und ich sage, worum geht's denn? Wir hatten ja schon eine Sitzung hinter uns. Und er sagte, ja, wir werden heute Nacht mal darüber diskutieren, wann die Wiedervereinigung stattfinden soll. Darauf war kein Mensch vorbereitet. Und es gab ein riesen Tuwabu in den Fraktionen und ein riesen Theater. Und das heißt, wir mussten also permanent improvisieren, mussten wir sowieso. Es war immer jeden Tag Improvisation. Und die Presse saß da. Und alle wussten, heute Nacht passiert was. Und wir brauchten eine qualifizierte Mehrheit. Und die hatten wir nicht. Zum Beispiel die DSU hatte ja schon am 17. Juni einen Antrag gestellt auf Wiedervereinigung. Das heißt, wir mussten sie alle mit ins Boot nehmen. Also es war eine hektische Nacht und diesen Beschluss habe ich, also wir haben eine völlig normale Tagungssitzung ab morgens um 9 und den Beschluss habe ich den nächsten Morgen 2:30 vorgelesen. Es gab immer so Arbeitstage, die endeten, waren früh morgens um 8 ging genau. Die los und endeten um 24 Uhr. Man denkt, die haben da nichts zu tun, länger. Aber ihr hattet richtig viel zu tun, weil es so wenig länger. Zeit gab, glaube ich, für alles. Ja, wir sind ja damals angetreten und haben gedacht, es dauert 3 bis 4 Jahre, haben ja alle gedacht. Ja, und plötzlich viele sind davon ausgegangen. Ja, aber es überschlug sich alles. Die außenpolitischen Bedingungen waren fragil. Wir wissen, was mit Russland los war. Wir mussten die 4 Mächte mit ins Boot nehmen. Thatcher wollte nicht, Mitterrand wollte nicht, Gorbatschow wollte schon, aber naja, das war auch problematisch. Das heißt also, und das ist eben auch die große Leistung von Kohl gewesen, dass er die alle mit ins Boot genommen hat. Und er hat gesagt, wenn, dann jetzt. Durch diesen offenen Türspalt, da ist er durch. Ja, genau. Denn wenn es ein paar Monate länger gedauert hätte, gerade durch die Ereignisse auch in Russland, ich glaube, es wäre schwierig geworden und ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Wir sind jetzt schon praktisch beim 3. Oktober. Wie hast du diese Nacht verbracht? Am 3. Oktober, weil es gibt Bilder, wir zeigen das, glaube ich, gleich mal. Da sieht man dich gar nicht. Da sieht man den Kollegen de Maizière da irgendwie so ein bisschen an der Seite rausgucken. Ich stehe so ganz hinten. Ich war so fertig. Ich habe geheult und stand hinten. Ich war also wirklich mit den Nerven auch am Ende.
schon bewusst, welche Verantwortung ich gehabt habe, was auf die Menschen zukommt, dass es alles sehr schwierig werden wird. Und ich habe wirklich ein Stückchen hinten gestanden und habe gesehen, wie die Jugendlichen diese überdimensionalen, großen, schwarz-rot-goldenen Fahnen reingetragen haben und habe eben wirklich geheult. Du hast es genossen und hast dich nicht gezeigt. Sozusagen. Nee, man muss ja nicht in meiner ersten Reihe stehen. Ja, das ist richtig. Die Süddeutsche hat mal einen ziemlich hässlichen Titel gehabt, das hieß Tapfere Dilettanten. Hast du dich jemals so gefühlt? Ja, natürlich waren wir Dilettanten, aber ich finde, dafür haben wir es ganz prima gemacht. Aber tapfer war auf jeden Fall. Ich habe nur zitiert. Ich habe nur zitiert. Du bist dann ins Bundesministerium für besondere... Dilettant ist keine Beleidigung in dem Sinne. Man fässt es auf. Gut, ich nehme das auch so, ja. Also du hast ja, bist ja in ein Bundesministerium danach gekommen, für besondere Aufgaben. Was waren das für Aufgaben? Nee, das war ja nur 3 oder 4 Monate. Ich habe immer gesagt, ich bin Bundesminister für Wahlkampf. Das war ja in der Wahlkampfzeit. Bin ja so durch die ganze Republik gerast. Und dann habe ich eigentlich den Job gekriegt, den ich wollte. Ich bin ins Gesundheitsministerium dann gekommen als Staatssekretärin. Und das fand ich eben ganz gut, weil ich endlich meine Fachkraft. Aber ich sag mal so, ich habe ja immer, warum hat die Wiedervereinigung sich so schwer getan? Warum haben sich die Menschen so schwer getan? Ich habe immer gesagt, das ist so eine gewisse Ignoranz und Arroganz der Westdeutschen gewesen, die über uns ganz, ganz wenig wussten. Aber sie wussten alles besser. Sie wussten auch, wie die DDR funktioniert. Ich hake da mal ein. Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem hake ich mal ein, weil nach 30 oder 33 Jahren haben es ein paar Leute immer noch nicht so richtig begriffen. Zum Beispiel der Herr Döpfner von Springer, der also kürzlich gesagt hat, die Ossis werden die Demokraten. Was hältst du davon? Ich glaube, wir sind bessere Demokraten im Osten, weil wir uns nicht stromlinförmig manipulieren lassen, sondern versuchen weiterhin unsere eigene Meinung, unsere Erfahrungen auch einzubringen. Und das muss man in der Demokratie aushalten. Und ich wehre mich dagegen, mich einem Diktat von wem auch immer zu unterwerfen und akzeptiere, wenn die Leute im Osten eben sagen, es wird immer darüber diskutiert, die AfD in Chemnitz, die sind ja alle rechts. Das stimmt doch alles nicht. Erstmal die ganzen Rechten, die da teilweise in den Osten gekommen sind und die AfD aufgebaut haben im Osten, sind übrigens alles Wessi. Die haben sich da etabliert. Zweitens, wir haben in allen Landtagen, auch im Westen, haben wir die AfD. Darüber spricht keiner. Es wird immer der Osten in diese rechte Ecke gedrückt. Natürlich gibt es vielleicht sogar einen Boden dort auch, weil diese 30 Jahre Wiedervereinigung sind von den Menschen eben auch noch nicht aufgearbeitet worden. Sie haben einen Wandel erlebt in einer Art und Weise. Sie haben von heute auf morgen ihre Jobs verloren. Sie mussten sich völlig neu orientieren. Die ganzen Rahmenbedingungen waren neu und so weiter. Und das ist nie akzeptiert und auch nie anerkannt worden. Und ich glaube, dieser Frust hält einfach noch an. Und wenn dann Herr Döpfner dann sowas sagt, das schafft wieder neuen Frust. Und ich bin eigentlich so ein Optimist. Ich sage, Mensch, Leute im Osten, ihr könnt da alle stolz sein darauf, was ihr alles gemacht habt. Und wie ihr das geschafft habt, auch in den 30 Jahren. Lasst euch da von solchen Äußerungen einfach nicht beeinflussen. Lassen wir das als Schlusswort? Das ist das Schönste. So lassen wir es. Wir lassen uns nicht beeinflussen.